meine Werkstatt ist vollklimatisiert. Ich schaue immer, dass ich so die 22 Grad habe. Und da braucht er einfach 4 Wochen. Und da ist es dann wurscht, wie viel Schichten ich auflackiert oder appliziert habe. Da reden wir von 1000, 2000, 3000 Mühe. Es ist völlig wurscht. Das glaubt er niemand. Nein, das glaubt er niemand. Ich habe jetzt in den Werkstätten einmal wieder festgestellt, sage ich mal unter den Lackierern, manche tun sich so ein bisschen schwer mit dem Thema auf Null schleifen. Ja. Logischerweise. Und wir hatten das ja davon gesehen, dieses klasse Beispiel. Du hast ja eine Karosse, Orangenhaut pur, also im Rohzustand sozusagen. Die also jetzt, Wellen meinst du? Ja, Wellen, ja. Die jetzt grundierfertig ist. Ja, und jetzt wird ja grundiert, erste Schicht mit dem Dickschicht-Epoxy. Jetzt ist das getrocknet nach einer gewissen Zeit. Jetzt fängst du an, auf Null zu schleifen. Ja. Kannst du das nochmal genau machen? Ja, doch. Oder beziehungsweise ist es jetzt einfach bloß schleifen, jetzt komme ich durch? Oder muss ist da schon ein bisschen was man beachten muss? Also wir haben jetzt über die Schleiftechnik an und für sich haben wir noch keine Folge gemacht. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz ein wichtiger, eigentlich ist der wichtigste Faktor. Das ist zum Aufwärmen jetzt. Von der ganzen Geschichte. Also ich brauche mal ein Material, wo füllt und dann muss ich Fläche schleifen können. Ja, ich habe es halt oft erlebt, dass dann Leute halt die Maschine nehmen, weil sie halt sagen, ja, das ist mir zu anstrengend von Hand und fangen dann einfach mal mit dem Extent oder mit dem Rutscher an, Fläche zu schleifen. Und wenn ich mir so eine Fläche dann anschaue, für mich ist halt das Ziel, dass wenn ich von vorne nach hinten eine schaue, in die Fläche eine schaue, dann ist mein Anspruch, dass ich eine pfeilgerade Fläche, also Linie habe. Ohne Welle, ohne irgendwas. Ja. Und da ist halt die Frage, wie und mit welchem Schleifklotz schleife ich die Flächen? Wie schleife ich die Rundungen? Wie schleife ich das konvexe Konkave? Da haben wir eh schon mal ein bisschen drüber diskutiert. Wie bringe ich eine Fläche hin, wo an und für sich rund ist, dass die da so pfeilgerade ist? Und da, das würde jetzt, glaube ich, zwei führen. Wenn ich das jetzt erklären würde, dann machen wir mal eine eigene. Ja, oder ich glaube, da werden es drei Folgen draus werden. Drei Folgen, weil das so komplex dass ist. Dass wir da einfach die Schleiftechnik mal ein bisschen ins Detail gehen. Genau. Mhm. Aber das ist eigentlich sehr essentiell. Und wenn du jetzt die erste Schicht jetzt Epoxy jetzt drauf hast, von Dickschicht Epoxy, wie lange ist das so, bis der zum ersten Mal, sage ich mal, auf null bisschen geht? Also mindestens 4 Wochen. Also da wirklich Datum drauf? Ja, ich tue das Datum draufschreiben, stelle dann auf die Seite. Das kommt natürlich auch darauf an, wie ist die Umgebungstemperatur in meiner Werkstatt. Mhm. Meine Werkstatt ist vollklimatisiert. Ich schaue immer, dass ich so die 22 Grad habe. Und da braucht er einfach 4 Wochen. Und da ist es dann wurscht, wie viele Schichten ich auflackiert oder appliziert habe. Da reden wir von 1000, 2000, 3000 Mühe. Es ist völlig wurscht. Das glaubt er niemand. Nein, das glaubt er niemand. Und dann nach 4 Wochen ist das schleifbar. Ja, aber jetzt nochmal zurück. Jetzt hast du die erste Schicht drauf, Richtung 300 Mühe. Ich meine, da kriegst du erstmal schon relativ viel Fleisch und Knochen. Ja. Trotzdem hast du noch Wellen drin, logischerweise. Ja, jetzt gehst du her, jetzt schleifst du das dort händisch. Erstmal, dass du bis auf, sag ich mal, du schleifst jetzt irgendwo durch und merkst jetzt, hoppla, da komme ich durch, jetzt muss ich wieder auffüllen. Genau, weil es ist immer so, wenn ich wo durchschleife, dann also wo bin ich auf dem Blech und habe ich noch Material, also habe ich dort noch eine Vertiefung. Ist völlig klar. Und wenn ich durch bin, mit dem langen Hobel schleife und ich bin durch, wo? Sofort aufhören, dann höre ich auf, weil es bringt alles nichts. Dann fange ich wieder von vorne an den Prozess und appliziere dort noch einmal die Schicht Epoxy. Und das mache ich halt so lange, bis ich eine spiegelglatte Oberfläche habe. Es gibt nicht viel mehr Arbeit. Das ist ja das Perfide, finde ich. Es gibt nicht mehr Arbeit, ob ich es gut schleife oder ob ich es schlecht schleife. Das ist halt oft, man weiß nicht, wie man es machen soll, für das die Flächen dann passen. Und das ist genau dort, wo die Lackademie einhakt. Dass einfach sagt, schau, das Grundwissen ist da. Jetzt werden wir das einfach noch, erstens mal das Setup ein wenig verändern. Und zweitens einfach so ein bisschen Unterstützung, wie ein Trainer, der einfach sagt, Fußball ist ja nicht der Maradona von Anfang an. Der hat ja auch einen Trainer, der sagt, hey Junge, mach das und das und dann bist du irgendwann ein Profi. Ja, weil du hattest ja mal gesagt, was sieht das Auge nicht. Genau.
Kleines Beispiel. Standard. Ich schwöre es euch, von 10 Lackierern, 8 schleifen das so. Die schleifen den Kopfflügel so, weil sie irgendwie die Rundung, mit die Rundung schleifen wollen. Warum glaubst du, warum man das so macht? Ich weiß es nicht. Lernt man das? Also wie gesagt, ich kenne mich da wenig aus. Das ist jetzt. Ich kann das nicht. Das ist, glaube ich, intuitiv macht man das so. Würde man denken, klar, wenn das rund ist, ich. Ja, ich habe schon oft erlebt, dass halt die Leute dann wirklich einen Exzent nehmen und so schön schleifen. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist jetzt nicht, weil sie es nicht können, sondern weil es einfach ihnen niemand anders erklärt hat. Die Rundung, die sieht das Auge nicht, weil da müsste ich ja so eine schauen. Mhm. Das sieht niemand. Ja. Was ich sehe, ist, wenn ich da reinschaue, ob die Fläche gerade ist. Und darum muss ich ja die Fläche schleifen. Ja, so mit der schleifen. Rundung, die Fläche mit der Rundung mit so mit der Form. Und ich schleife dann so ein bisschen tendenziell so und dann tendenziell nur in die Richtung. Und wenn ich da leichte Stufen drin habe und bei gewissen Farbtönen lasse ich die bewusst drin, weil das Auge es nicht kennt. Mhm. Und ich mache mir ja nicht mehr Arbeit, wie ich mir überhaupt machen muss. Also es wäre völliger Schwachsinn. Und man sieht es dann, wenn man den Basislack aufgelackiert hat, dann sieht man die Stufen, lustigerweise. Wenn es matt ist, kennt das Auge. Aber wenn ich einen Klarlack drüber lackiert habe, ist es weg. Also eben, so wenig wie möglich machen, für dass ich so viel, also was? So ein gutes Ergebnis wie möglich erzielen kann. Das ist mein Anspruch. Was sieht das Auge? Was sieht das Auge, was sieht das Auge nicht? Wie kann ich ihn, oder es kommt, ja, es ist wirklich so, was sieht das Auge und was sieht es nicht? Und viele Lackierer arbeiten ja, oder alle Lackierer eigentlich arbeiten mit den Händen, also man spürt ja das Ganze. Ja. Und wenn ich dann so drüber fahre und da die Stufen drin habe, dann denke ich, oh, das passt nicht. Mhm. Das ist reine Erfahrung. Und da möchte ich halt so ein bisschen, eben dort, das ist mein Ansatz, dass mir einfach bei den Firmen an eine geht und sagt, hey, Leute, top, die Basis, Basisfundament ist genial. Mhm. Da könnt ihr noch was verbessern. Da könnt ihr was weglassen, weil man das nicht sieht. Da könnt ihr euch Zeit sparen, da könnt ihr euch Material sparen und da gibt es, das ist unendlich. Ja, ist ja natürlich immer die Erfahrung, gell? Ja. Wenn jemand das zeigt, okay, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ja, die Erfahrung muss man halt machen. Gell? Ist so. Geil. Okay, gut. Schleifen, das ist Schleifen. Für mich ein Buch das mit ist, sieben Ja, Siegeln. Das ist ein Riesenthema. Keine Ahnung. Ich mache dann auch mal eine Folge drüber und tue mal das Setup mal auf den Tisch legen, mit welchen Klötzen, mit welchen Hobeln, mit welchen Maschinen man zu welchem Ergebnis kommt. Und das ist brutal spannend. Ich bin da auch immer auf der Suche. Ich habe gerade letzte Woche wieder neue Schleifklötze bestellt, weil ich was gesehen habe, was mich fasziniert hat. Wo hast du das gesehen? Internet? Oder? Ja, im Internet. Ja, da wird man halt immer wieder drauf raufgelupft, also quasi als wäre einem zugeschossen. Und da habe ich einen Schleifklotz gesehen, wo ich echt gedacht habe, wow, den brauche ich. Genau, kann ich alles mal zeigen. Jetzt musst du ganz kurz umdrehen. Schau, wen haben wir da? Ich habe schon gerade gedacht, der knickt jetzt, ja. Da ist halt genau das Thema, wenn ich in die Fläche reinschaue, dann ist das da ziemlich wellig. Und das ist was, wo ich einfach so schade finde, weil es nicht mehr Aufwand ist. Schleifen muss ich sowieso. Ja. Ob ich es jetzt planschleife oder ob ich Wellen einschleife, der Aufwand ist genau gleich groß. Da braucht man nur das richtige Setup, die richtige Unterstützung und das richtige Feintuning. Ja. Und dann ist das eine wunderbare Fläche. Da kommen wir zum vorderen, zu der vorderen Aufnahme. Ja, von der, ja, von, wo, was wir von beim Gelben, genau, wo wir von der Schleiftechnik geredet haben. Klar, dick, wenn ich jetzt da Kanten einschleife und gerade bei dem Farbton, also ein Gold, ein Champagner, Silber, ist brutal schwierig, weil ich jeden Schleifkratzer sehe. Oh Gott. Da muss ich halt mit einem runden Schleifklotz der Länge nach schleifen und halt schauen, dass ich wirklich keine Stufen reinschleife. Mhm. Das ist halt wichtig bei dem Ganzen. Aber da müssen wir ins Detail gehen, da müssen wir auch vor Ort das mit den Leuten anschauen können und ihnen zeigen, wie schleife ich, für das ich
so schnell wie möglich, so gut wie möglich zum Ergebnis kommen. Ja. Genau. Tja, das ist immer die Frage, was sieht das Auge, was sieht das Auge nicht? Genau, oft ist es Unwissenheit. Also ich würde sagen, es macht so niemand vorsätzlich falsch. Also das würde ich niemandem unterstellen. Das ist Gottes ja genau Willen. Die Geschichte. Ich glaube, das wird einfach nicht, das Wissen ist nicht da und es wird nicht transportiert, weil es langsam verloren geht. Ja, wahrscheinlich, Ganze. Weil man so gewisse Formen ja heutzutage, normalen Tagesgeschäft hast du ja kaum. Du hast es vorhin gesagt, wenn ich ein Neuteil habe, das kann ich jetzt nicht verschleifen. Genau, in dem Sinn. Das schleifst du an. Da muss ich schon richtig, richtig blöd tun. Ja, ja, aber hier geht es ja wirklich, dass du Formen, also mit der Form schleifen musst. Ja, ich muss die Form quasi machen. Und das ist die Kunst.